Am Abend des 11.03.2023 wurde die Polizei Siegen-Wittgenstein nach Freudenberg alarmiert, da die 12-jährige Luise F. nicht zu Hause in der Tillmann-Siebel-Straße ankam, nachdem sie gegen 17.30 Uhr von der Kleintirolstraße von einer Freundin losging. Zudem war ihr mitgeführtes Handy aus, obwohl der Akku beim Verlassen der Anschrift noch ca. 30% hatte. Hinweise für den Grund des Verschwindens gab es nicht. Daher wurde eine umfangreiche Suche zwischen dem Wanderparkplatz Hohenhain talabwärts in Richtung Bester Krankenhaus gestartet, an der auch mehrere Mantrailer und Rettungshunde beteiligt waren, die sich zunächst an der Autobahnpolizeiwache Freudenberg trafen und dann sukzessive an die ihnen jeweils zugeteilten Suchgebiete ausrückten. Auch der Polizeihubschrauber Hummel 1 und zwei Drohnen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und des Technischen Hilfswerks waren an der Suche beteiligt. Die Polizei veröffentlichte am Morgen eine Personenbeschreibung mit Bild. Mindestens ein Einsatzhundertschaftszug aus Köln unterstützte ab dem Morgen die Suche. Am Vormittag fanden Einsatzkräfte der Polizei Siegen eine weibliche Leiche unweit des Radwegs zwischen dem Hohenheimer Tunnel und dem Wildenburger Bahnhof. Anfangs stand laut Polizei nicht fest, ob es sich überhaupt um die Vermisste handelt. Dennoch wurde die Suche nicht fortgesetzt. Erst über 6 Stunden später stand fest, dass es sich um Luise handelt. Zur Todesursache können aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Angaben gemacht werden.
Ja gut, also. Da die Leiche bereits in Rheinland-Pfalz gefunden wurde, übernahm die Polizei Koblenz die weiteren Ermittlungen. Das technische Hilfswerk leuchtete den Tatort aus. Ab 19 Uhr rief die evangelische Kirche zu einer Andacht für Luise auf. Am Folgetag fand Unterricht in Luises Schule statt, es gab aber Gesprächsangebote von Psychologen an die Mitschülerinnen und Mitschüler. Zudem war die Trauerbefragung angeordnet. Um 10:34 Uhr teilte die Polizei Koblenz mit, dass die bisher durchgeführten Ermittlungen den Verdacht bestätigen, dass das Mädchen Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist. Hinweise auf ein Sexualdelikt liegen derzeit nicht vor. Zur Feststellung der Todesursache fand am Montag noch eine Obduktion der Leiche statt. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.